Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, das Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen, bisweilen ja allein schon die Bezeichnung an mancher Stelle Kritik erzeugt hat. Ich finde eigentlich die Bezeichnung eher unproblematisch. Wir reden über eine Situation, in der, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Rechtsstaat gefragt ist. Die Zahlen sprechen Bände. Im September 2015 1.475 Minderjährige im Ausländerzentralregister registriert, die verheiratet waren. Davon sage und schreibe 361 unter 14. Und im Jahr 2016, nämlich mit Stand 31.07.2016, sind es immer noch ca. 1.500 Minderjährige. Aber hören Sie genau hin, 631 Personen unter 14. Ich glaube, wir brauchen ein ganz klares Signal in unserem Rechtsstaat. Und dieses Signal muss lauten, wir dulden in unserem Land keine Kinderehen. Und ich glaube im Übrigen auch, dass dieses Signal durchaus in der Bezeichnung zum Ausdruck kommen kann. Dann wird gesagt, ja, das vorliegende Gesetz, das schützt ja gerade die schutzbedürftigen Minderjährigen nicht, weil es nimmt ihnen Unterhaltsansprüche, es nimmt ihnen erbrechtliche Ansprüche, haben wir gerade gehört. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will Ihnen ganz ehrlich sagen, die Fälle, die wir vor Augen haben, dort, wo eine 12-Jährige mit einem 35-Jährigen im Flüchtlingslager verheiratet wird, da stellt sich die Frage doch gar nicht, ein rein theoretischer Fall, weil dort keinerlei Vermögen vorhanden ist. Und wir alle wissen, dass auch die unterhaltsrechtliche Fragestellung in den nächsten Jahren hier in Deutschland oder in jedem Asylverfahren vollkommen anders abgebildet wird. Dann heißt es, Sie verstoßen mit Ihrem Entwurf gegen die UN-Kinderrechtskonvention und gegen die Menschenrechtskonvention. Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, wir haben in der Anhörung, und es ist nicht so eindeutig gewesen, wie gerade geschildert worden ist, von zwei Sachverständigen gehört, wenn Sie effektiven Kinderschutz haben wollen, wenn Sie effektiven Frauenschutz haben wollen, dann werden Sie den nur sicherstellen können über die Nichtigkeitslösung. Und warum? Weil dort verwiesen worden ist auf das Verfahren zur Aufhebung, wo uns Experten sagen, dieses Verfahren dauert leicht mal 3 bis 6 Monate. 3 bis 6 Monate, in denen die Ehe unter Fortbestand aller Rechte und Pflichten fortgilt. Jetzt sagt die Kollegin Keul im Ausschuss, ja, aber da gäbe es doch dann die Möglichkeit der vorübergehenden Inobhutnahme. Das ist richtig, Kollegin Keul, bedeutet aber, dass ich in jedem dieser 631 Fälle, die ich vorhin genannt habe, dieses Verfahren im Einzelfall prüfen muss. Das heißt, ich brauche eine Befragung. Ich will in dem Fall gar nicht davon reden, dass Sie tatsächlich glauben, hier eine objektive, eine ehrliche Situation geschildert zu bekommen von einem 12-, 13-, 14-jährigen Mädchen, das eingeschüchtert ist, das Angst hat und das eine gesellschaftliche Konvention mit auf den Weg gegeben hat. Und deswegen glauben wir, das ist genau der richtige Weg, den wir Ihnen heute vorschlagen. Deutsche Kinder werden sogar mit 3 Jahren vor Gericht gehört. Dann kommt in der Anhörung, ja, das ist ein Verstoß gegen die EU-Freizügigkeit, weil jemand, der sich hier in Deutschland niederlassen will und der unter Umständen früher eine Kinderehe eingegangen ist, der wird davon abgeschreckt, weil die Ehe sofort nichtig ist. Dann sage ich Ihnen aber ganz ehrlich, ich halte auch das für ein erfundenes Argument, weil Sie glauben doch jetzt nicht allen Ernstes, dass jetzt jemand sagt, ach früher, da wäre meine Ehe vielleicht nichtig gewesen, aber jetzt muss ich in Deutschland ein Aufhebungsverfahren durchlaufen und das ist für mich weitaus attraktiver und deswegen komme ich jetzt doch nach Deutschland. Ich persönlich glaube, und das wissen Sie ganz genau, es geht heute um den Schutz erheblicher Rechtsgüter. Das sind am Ende des Tages Abwägungserscheinungen, Entscheidungen, und wir reden über Kindeswohl und deswegen glaube ich, dass auch eine solche Entscheidung am Ende des Tages gerechtfertigt ist. Und ich will gegen Ende noch etwas ganz Wichtiges ausräumen, weil es in der Debatte immer wieder in meinen Augen falsch skizziert worden ist. In der Debatte ist immer wieder der Eindruck erweckt worden, dass dieser Gesetzentwurf auch Ehen erfasst, die seit 10, 20, 30 Jahren bestehen und die Bundesregierung will die Nichtigkeit dieser Ehen. Ich empfehle Ihnen da einen Blick in die Überleitungsvorschriften. Die Überleitungsvorschriften im Entwurf sehen nämlich vor, dass die Nichtigkeit dann geheilt wird, wenn der minderjährige Ehegatte am Tag des Inkrafttretens unseres Entwurfs 18 Jahre alt ist, beziehungsweise wenn die Ehe bis zum 18. Lebensjahr des minderjährigen Ehegatten im Ausland fortbestanden hat. Ich persönlich glaube nur, das Signal der Nichtigkeit wirkt. Ich habe wahrgenommen, dass die Anhörung lange nicht so eindeutig war, wie Sie immer glauben machen wollen. Und zur Anhörung noch ein Wort.
In der Anhörung sitzt tatsächlich ein Sachverständiger, der im Zusammenhang mit Kinderehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, man mag es kaum glauben, von Romeo und Julia spricht. Ich sage es immer wieder, der Tiefpunkt meines rechtspolitischen Daseins. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir reden von Ehen, wo eine 12-, eine 13-Jährige mit einem 30-, einem 40-Jährigen verheiratet wird. Das ist alles, aber das ist bestimmt nicht Romeo und Julia. Und deswegen bitte ich um Zustimmung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Katja Keul hat nun das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.